Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und heute habe ich noch eine interessante Legung. Für vier Könige habe ich schon gemacht. Jetzt vier Königinnen. Ihr meine Königinnen. Jetzt alles über euch. Oder Göttinnen. Ja, wir sind alle Götter und ihr alle auch. So. Wir werden, was genau werden wir schauen? Auf jeden Fall, welche Liebesleben hast du in dem Moment? Du wählst eine Karte. Wenn schaut ein Mann, er wählt auch. Dann kann er sehen, welche Königin ist neben ihm oder wie sieht aus seine Königin, die zum Beispiel in Zukunft wird, die es noch nicht da ist. Oder zum Beispiel, Männer können schauen, welche Königin ist neben ihm. Fertig. Oh, vielleicht ist sie unglücklich oder unzufrieden. Das heißt, ihr könnt alle schauen. Wie Männer, genauso Frauen. So, erste, zweite, dritte und vierte. Auf jeden Fall, ich werde ein bisschen beschreiben, wie immer, wie üblich, dass ihr versteht, was, welche Person passt das zu euch oder nicht. Vielleicht ist nicht 100%, natürlich, ich lese eure Kommentare und ich sehe, dass nicht immer passt alles haargenau. Aber wenigstens ein bisschen, aha, das resoniert mit mir oder das auch. So, ihr wählt sich, wenn du eine Frau bist. Wenn du ein Mann bist, denk an deine oder zukünftige, wie wird sie sein, oder an jetzige Frau, die dir gefällt oder die neben dir in einem Haus lebt. Ich freue mich. Ehrlich, ich freue mich jetzt auf die Legung. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. So, die erste Königin schauen wir gleich. Das ist eine Frau, eine kühle Frau. Schon kühle Frau. Wie sagt man kühl? Kühl, das ist mehr klar denkt, mehr logisch denkt. Sie braucht Argumenten und Fakten. Einfach so um die Nase wickeln kannst du oder Nudeln auf die Ohren hängen kannst du ihr nicht. Sie wird dich, wie soll ich sagen, nicht durchschauen, aber sie braucht Fakten. Sie braucht Fakten, sie braucht Beweise. Ich weiß, ich bin auch so. Und ich brauche auch immer erklären alles, wie genau, wir sind viel, viel zu genau. Und was noch? Diese Frauen, sie können wirklich lieben. Sie schenken ihr Herz nicht jedem Mann. Sie schenken ihr Herz dem Mann, der ins ihre Innere, unter die Haut kommt, der etwas Besonderes ist, der wirklich ihr beweisen kann, dass er wirklich für sie was tut. Liebe Männer, wenn sie diese Frau gewählt haben und das ist ihre Partnerin oder das ist ihre im Traum oder Nachbarin oder sowas, wissen sie, dass diese Frauen brauchen genau, die kann man nicht um die Finger wickeln. So, jetzt wir schauen auf diese Königin. Können noch Witwen sein, liebe Frauen. Oder Männer. So, das kann auch nichts Bedeutendes. So, manchmal spüre ich, aha, aber hier, ich bin ein bisschen nervös. Jo. Aber nicht nervös wegen Legung. Ich habe mich schon ein bisschen angewöhnt. Aber etwas ist passiert in der Familie, was, ja, ist egal. So. Was mich nervös macht. So, das können auch Witwen sein. So, jetzt schauen wir in dein Liebesleben hier und jetzt. Auf jeden Fall, sie ist verheiratet. Diese Frau ist verheiratet, vergeben und fest in der Hand und kann sein schon sogar länger. Und so lang ist sie schon in dieser Ehe,
Übrigens kann noch in Scheidung leben, dass sie schon satt ist von dieser Heirat, von diesem Mann, von diesem Partner. Und sie ist jetzt gerade beim Abwägen, welche Möglichkeiten hat sie, was genau kann sie. Sie ist wirklich sehr enttäuscht. Vielleicht sieht sie keinen Ausweg in diese Partnerschaft und sie ist am Überlegen, wie sieht ihre Zukunft aus. Sie wartet, sie alle Möglichkeiten schaut und so weiter. Sie ist noch sehr, so wie aussieht, verbunden zu dieser Ehe. Wirklich, sehr verbunden. Darum sie ist so. Kann sein, sie überlegt sich wirklich, soll ich gehen, soll ich nicht gehen? Mir geht es hier so wie soll ich sagen, ist nicht schlecht hier, aber fehlt was. Aber fehlt was. Ja, fehlt ihr ein Mann, ich würde nicht sagen, erobern sie wird. Nein, ihr fehlt auch nicht Romantik, ihr fehlt Sexualität. Hier fehlt ein richtiger Mann, der, darf ich sagen, hier sind alle Erwachsene, der befriedigt sie im Bett, der macht sie glücklich. Liebe Frauen und liebe Männer, Sie müssen verstehen, was ich meine. Wir sind alle Erwachsene. Ich weiß es nicht, weil ich weiß es nicht, ob ich Einschränkungen habe im YouTube. Weißen Sie, ich habe etwas probiert zu machen, aber bin mir nicht sicher. Ich habe Casanova-Karten und ich habe sexuelle Magie. Ich würde irgendwann mal, wenn jemand schreibt, ich werde nicht so direkt zeigen, so wie diese Karten jetzt hier. Ich werde die ein bisschen verbergen. Aber ich würde für euch machen, über Sexualität vielleicht oder sowas. Welche Sexualität habt ihr in eurer Partnerschaft vielleicht? Wow, das ist eine gute Idee. Mama mia. Sie braucht so ein Mar 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 Mann. Mann, Mark ist mein Sohn. wenn er schaut, viele Grüße. Diese Frau von erster Legung, diese Königin, diese Göttin, die braucht einen Mann, der ein Mann ist, der diese Potenz hat, dieses Potenzial, diese Attraktivität, dass er ihr lebendige Leben zeigt. Nicht nur Sex, nur dass ihr versteht, nicht nur das, nicht nur, Sie verstehen schon, was ich meine. Auch verreisen, übrigens, verreisen. Sie möchte gerne verreisen. Und hier in dieser Ehe ist alles viel zu traditionell. So wie aussieht, ich sehe viel zu traditionell. Sie will lebendig sein. Sie will sich lebendig fühlen. Sie möchte endlich spüren das Leben, weil in Ehe hat sie das nicht. Verstehen Sie, sie hat schon vielleicht Material, ist alles gut, liebevolle Mann, so, aber ihr fehlt diese Feuer in Ehe. Wenn du ein Mann bist, überleg dir, wie du das schaffen kannst, ob überhaupt kannst du das machen. Wie weiter? Wow, du hast Chance, liebe Göttin, du hast Chance auf eine neue Anfang, so wie du dir wünschst. Ein Wow-Mann wartet schon auf dich. Oh ja, er wird dir alles bieten können. Materielle, weil die Karte ist materielle Karte. Er wird dir, wie soll ich sagen, nicht nur materielle, er wird dir alles bieten. Er wird alles, was er kann, er wird dir bieten können. Du hast eine Chance auf einen anderen Mann. Ja, aber er hat etwas noch. Er kommt noch nicht so schnell. Ich möchte Zeit. Ich möchte Zeit.
Juni ist vorbei. Oktober, Februar. Oktober, Februar. So wie aussieht. Und schon wieder deine Karte. So. Aber er hat noch Probleme in seinem Leben. Er muss noch Entscheidungen treffen. Er ist noch, vielleicht frei ist er schon. Übrigens, er könnte auch Luftzeichen sein, der nächste. Er ist jetzt enttäuscht in seine Situation. Ich lege diese Karten jetzt nicht hier, ich schaue nur so, was mir die Karten so bewegt haben sich, weil beim Könige, wie vier Könige war, mir sind Karten ausgegangen, dass das nicht alle ausgeht. Ich werde so sagen, was ich sehe. Was er im Moment, dieser Mann hat, diese Zukünftige. Er muss irgendwelche Entscheidungen treffen. Er arbeitet daran, um frei sich zu bekommen. Er ist enttäuscht von seinem jetzigen und er ist schon fast auf dem Wege. Er ist schon fast auf dem Wege und er arbeitet daran, dass er rauskommt, dass er zu dir vielleicht kommt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr schon. Die Karten haben mir nicht gezeigt. Die haben mir nicht gezeigt, ob ihr euch kennt oder nicht. Aber du hast eine Chance, glücklich zu sein, wirklich. Und bitte, meine Lieben, wenn ich sage, dass du hast eine Chance, das heißt, diese Chance. Aber das heißt nicht, dass diese Chance wartet ewig auf dich. Du musst intuitiv spüren, wann genau. Ich habe die Zeit gesagt, wann genau könnte das passieren. Darum muss man greifen. Wenn du siehst, genau, schon zweite Mal, das wird Luftzeichen. Das wird ein Luftzeichen, ein Mann, wie soll ich sagen, der will etwas, wie soll ich sagen, der dich erobern wird. Ja, schon zweite Mal hat mir Luftzeichen gezeigt. So, jetzt die erste Königin, Göttin ist vorbei. Jetzt die zweite. Wow. So eine zärtliche, liebevolle, so eine geduldige Frau, die wartet. Die kann ewig warten auf einen Mann. Normalerweise, sie könnte blond sein. Sie könnte. Ich hänge mich nicht an die Sternzeichen mit Karten, weil das kann bei jedem treffen, weil wir haben, in jeden Tag sind wir anders. Wir Frauen, Männer genauso. Aber könnte blond sein, könnte Wasserzeichen sein. Aber dass sie liebevoll ist, ewig warten kann, so eine Frau ist oft Liebhaberin. Männer lieben diese Frauen, weil die nicht widersprechen. Die halten sich zurück. Wer kann sich erinnern, sie sind geduldig, so wie ich gesagt habe, an Sabrina. Die Sabrina war in dem Film Sabrina. Das ist Sabrina, so liebevoll, so zärtlich, so nett, so wow. Das ist diese Frau. So, jetzt schauen wir, diese Königin. Jetzt schauen wir dein Liebesleben in hier und jetzt. Ich sag mal so, du bist verheiratet. Du bist verheiratet. Oder hast ein verheirateter Mann. Oder du hast einen Mann, der verheiratet ist. Oder dein Mann hat noch jemand. So viel schaut ihr selber, zu wem was genau passt. Weil du fühlst dich allein. Du bist in sich gegangen. Vor allem, ich vermute, wenn du Krebs bist, dann bist du wirklich so traurig. Ich sehe traurig. Ich sehe, du überlegst dir, du denkst viel nach und du fühlst dich allein, einsam und allein.
Ja, du fantasierst schon. Du fantasierst schon, du fantasierst schon. Du bist Königin, Wasserkönigin, und du fantasierst über genauso zärtliche, genauso liebevolle Mann. Das ist ein Wahnsinn. Heute irgendwie kommen alle so zusammen. Du wünschst dir genauso liebevolle Mann. Du träumst sogar vielleicht. Du wünschst dir, dass er dich liebt, dass er dich wie die Göttin behandelt. Ja, du wartest auf eine große Liebe. Du wartest. Ich wollte zuerst sagen, jetzt, dass vielleicht bist du nicht verheiratet. Wenn, dann hast du einen verheirateten Liebhaber, der hat schon eine Frau oder so. Irgendwie mir zeigt jetzt diese Legung, da war mehr genauer. Hier Legung zeigt mir mehrere Möglichkeiten. Kann sein, bei manche wird passen, dass du verheiratet bist mit einem Mann, übrigens, dass du das verstehst, oder er ist dein Liebhaber. So ein Mann, bodenständig. Wohlhabend, nicht lieb, wohlhabend. Bodenständig, wohlhabend, vielleicht Erdzeichen, vielleicht ist irgendwie Banker oder so, der mit Geld umgehen kann, sehr sparsam, sehr genau mit Geld, mit materiellen Dingen. Sammelt vielleicht etwas. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, mir ist im Kopf, dass er sammelt etwas. Sammler. Aber sammelt wertvolle Dinge. Irgendwie so. Irgendwie so sehe ich das. Er besitzt etwas. Kann sein, irgendwie welche Anwesen besitzt er. Etwas besitzt er. Auch wenn das nur eine Schuppen ist. Ja, da wo Pferdestall oder sowas oder Hühnerhäuschen, keine Ahnung, er etwas besitzt etwas Immobilien. Ich sehe Immobilien, weiß es nicht, ich habe so ein Gefühl, er besitzt welche Immobilien. So, was erwartet dich in Zukunft? So. Wenn du, solange du noch nicht merkst, noch nichts unternimmt, irgendwie so kommt wie Erleuchtung. Du wirst wie wach. Das ist wie die Karte erinnert mich, wie soll ich sagen, die Karte erinnert mich an, wenn vom Tode aufgestanden. Nicht umsonst, die erste Karte hat gezeigt, du bist einsam. Solange du schläfst und sich zurückziehst und machst nichts, was in deinem Leben verändern kann, kommt keine Liebe. Nur wenn du erwachst, aha, ich bin so armselig, du kannst etwas bewegen und du kannst neue Anfang haben. Neue Liebe, neue Leidenschaft, du kannst das haben. Du musst nur erwacht. Das so wie ist, kannst du nicht mehr leben. So. Ja, genau. Du musst selber Entscheidung treffen. Das ist deine Entscheidung, dass du so liebst, so wie du liebst, lebst. Du musst genau selber überlegen, was genau du willst. Entscheidung treffen. Von Anfang an für sich aufwachen. Oh Gott, so weiter geht nicht. So kann ich das ganze Leben verschlafen. So war die zweite Göttin. Und jetzt die dritte. Die Frau, diese Königin, sie misst alles mit materiellen Dingen. Sie könnte Erdzeichen sein, sie könnte wohlhabend sein, sie könnte verheiratete Frau sein. Sie mag sehr Schmuck, auf jeden Fall. Wertvolle, teure Dinge,
So sehe ich das. Ich spüre das so. Sie mag teure Schmuck, keine billige, richtig teure Juweliersachen. Was noch sehe ich? Die Frau, die an erster Stelle stellt, wenn ein Mann kann ihr etwas bieten, dann ist das guter Mann. Sie kann sehr gut Haushalt führen. Alle Kinder sind versorgt. Ist egal, wie schlecht geht ihr. Sie wird ihren Mann, ihre Kinder, alle unter Kontrolle halten. Am Abend, wenn Mann kommt, sie macht Kamin an, sie kocht, sie backt. So eine wie fast wie Haushälterin. Fast wie Haushälterin. So, das heißt nicht, dass sie ist gefühllos, aber sie hält alles mehr für sich. Mehr für sich. Sie kann sein, sie ist mit Natur sehr verbunden. So war die dritte. So, jetzt schauen, was du hast jetzt in deinem Leben. Dein Liebesleben ist zerstört. Liebesleben. Liebesleben. Romantik und so weiter ist zerstört, zu Ende gegangen. Ich sehe hier, zu Ende ist etwas gegangen bei dir, in deinem Liebesleben. Ja, du hast dich zurückgezogen von der Gefühle, von der Öffentlichkeit sogar. Sogar von der Ö Ich sehe sogar, du kommunizierst nicht so gerne mit anderen Menschen. Du verschließt dich. Du verarbeitest das, was bei dir zerstört war und zu Ende gegangen. Das ist sehr großer Schmerz. Du trägst das mit dir und ja, verraten, Herz gebrochen und so weiter. Sowas. So sehe ich das. Wie läuft weiter dein Leben? Übrigens, bei dir, ich schaue jetzt, wann genau, hier zeigt mir 10 Tage, bis zu 10 Tage. Aber ich vermute ein bisschen mehr, ich spüre ein bisschen mehr als nur 10 Tage. Vielleicht, weil ich die Video drehe jetzt. Und du schaust das später. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. So, dass ich mir merke. Zwei Wochen. Ja, ich spüre, das ist mehr als 10 Tage. Und die Karten zeigen 2 Wochen. Das ist interessant. So, was erwartet dich? 2 Wochen. Von dem Moment, wann du diese Video schaust. 10 Stunden, 10 Tage oder 2 Wochen. So. Ein Mann aus deiner Vergangenheit. Und so wie aussieht, Liebe, das ist Liebe. Liebe aus deiner Vergangenheit wird sich wieder melden. Er wird so unsicher sein. Er wird unsicher sein. Er selber fängt komplett Leben von vorne. Er selber. Nur, dass du das weißt. Er ist ein Mann, ich erkläre bisschen, dass du nachher zuordnen kannst. Das ist ein Mann, der kann sehr gut reden. Der hat Überzeugungskraft. Ich würde nicht sagen, das manipuliert, aber vielleicht auch. Und was kann er noch? Er hat sehr starke Energie, um etwas Neues erschaffen. Er kann etwas Neues erschaffen, zum Beispiel. Oder er ist Meister, irgendwie welcher Meister ist er? Das könnte auch sein.
Und er, wie soll ich das erklären? Die Farben ein bisschen verloren. Er selber seine eigene Welt erschaffen hat und kann weiter das machen. Das heißt, er ist ein Mann, der weiß ganz genau, aha, wenn ich positiv denke, ich ziehe nur positive Menschen an. Was spüre ich noch? Er nur mit diesen Menschen umgeht, die ihm etwas nutzen. Da, wo er Vorteile von diesen Menschen hat. Zum Beispiel, nicht, dass er schlau ist oder noch was, doch schlau schon, aber nicht hinterhältig. Hier sehe ich keine Hinterhältigkeit. Nein, glaube ich nicht. Hier ist mehr so. Jetzt ist mir noch eine Idee gekommen. Erleidet jetzt im Moment sehr starke Transformation. Er verarbeitet seine Vergangenheit. Etwas ist bei ihm so dunkle Schatten und so weiter. Irgendwie schwer ist ihm jetzt gerade. Im Moment, hier und jetzt, geht es ihm nicht so gut. Aber dadurch, dass er hat diese männliche starke Energie und er kann unmögliche Energie, die kommt irgendwie, er hat Verbundenheit mit dem Kosmos, mit dem Engel, mit dem Gott, keine Ahnung, so richtig gute Verbundenheit und er wird so Energie bekommen, wird einen Schubs bekommen und er fängt komplett Leben, irgendwie sehe ich das von vorne. Jetzt die vierte Königin. So, wie erkläre jetzt ich diese Königin? Das ist eine Königin, sehr attraktive, feurige Frau. Logisch, wer das ist Feuerzeichen. Aber was weiß ich, wie spüre ich diese Frau? Sehr weise Frau, intuitive Frau, weise, intuitive und sie, wenn ihr ein Mann gerade nicht passt, sie kann alleine spazieren gehen, so sagt man. Wie sagt man über Katzen? Dass die Katze kann alleine rausgehen. Sie braucht kein Herr oder nur Herrchen braucht sie oder Frauchen braucht sie, dass sie pflegt, dass ihr zu essen was gibt. Aber sonst, sie ist weg, sie ist auf sich selbst und sie könnte, irgendwie sehe ich sie noch ein bisschen egoistisch. Aber egoistisch nicht, dass sie Kindern aus dem Mund letztes Stück nimmt. Na, na, na. Egoistisch. Ich sehe hier mehr selbstbewusst. Nicht egoistisch, selbstbewusst. Ich nehme Wörter egoistisch wieder zurück, dass sie versteht. Hier ist mehr Frau selbstbewusst. Sie weiß ganz genau, was sie will und sie weiß, wie sie das erreichen kann. Und sie kann auch Frauen, genauso wie Männer, wenn sie braucht etwas zum Erreichen, sie findet immer Hilfe. Diese Frauen finden immer Hilfe. Sie sind sehr weiblich, sehr attraktiv, sehr schlau. Wenn sie irgendwo in Öffentlichkeit, siehst du, sie ist nicht so wie andere. Sie wird von der großen Menge, merkt man sofort. Sie ist wie die Sonne. So haben mir die Karten gezeigt. Jetzt wir schauen, Liebesleben. Wie sieht dein Liebesleben aus? So wie aussieht. Du hattest vielleicht, hier gibt es zwei Versionen. Vielleicht hattest du Streit mit deinem Liebsten oder mit deinem Herzensmensch. Und im Moment heilst du dich und kommst zur Ruhe. Wie soll ich sagen? Ich würde nicht sagen, verbarrikadierst du, nein, aber du kommst in die Ruhe.
in diese Ausgeglichenheit, in diese, wie sagt man, in harmonische Zeitruhe kommst du. Und zweite Version, dass irgendwie ein Wirbel in deinem Liebesleben kommt und zerstört deine harmonische Leben. Hm? Oder so, oder so. Bei einem allgemeinen Legung kann man nicht immer so genau sagen. Jo, ja, ich glaube schneller diese Wirbel. Ist irgendwie Streit, ist irgendwie Auseinandersetzung war und deine fröhliche Art wurde zerstört. Deine, ich würde nicht sagen, Ausgangssperre hast du bekommen, das nicht. Aber vielleicht deine Freundinnenkreis wurde zerstört oder deine Liebesbeziehung wurde zerstört. Jo. Ja, jemand hat dir Mann ausgespannt, so wie aussieht. Jemand hat dir Mann ausgespannt. Ich sage jetzt, ich beschreibe ungefähr wie, wer. Eine Frau, die hat zwei Masken. In Wahrheit ist sie sehr berechenbar, gerade. Sagt genauso, was sie will. Vielleicht, na, Witwe sehe ich hier nicht, nein. Ich spüre hier eine Frau, die weiß ganz genau, was sie will und geht durch die Leichen, aber sie hat Engelsgesicht, wie sagt man. Sie hat Gesicht wie ein Engel. Du wirst nie denken, dass diese Frau hat Messer unter dem Rock oder so. So eine Frau hat dir ganze alles zerstört. Ja, genau. Jetzt verstehe ich. Ist jemand in dein Liebesleben eingetreten, eingedrungen, so gewaltsam, so richtig mit Druck und alles wurde komplett zerstört. Ich bin neugierig. So, kann sein, mehr Karten zeigen, das ist bei der Arbeit. Kann sein bei deiner Arbeit, kann sein bei der Arbeit von deinem Herzensmensch. Er wurde einfach weggeschnappt, von heute auf morgen. Und das war für dich zuerst Schock. Danach wusstest du nicht, was du machen sollst. Deine Träume, deine Zukunft irgendwie ist total schnell weggegangen. Deine Träume, irgendwie alles in einem Moment wurde zerstört. Ja, und du versuchst jetzt, dich zu sammeln und freundlich zu bleiben. Was erwartet dich noch in Zukunft? Was erwartet dich in Zukunft? Erste, wenn du schaffst, dich zu sammeln, dich zu erholen, weil ich sehe hier schwere Situation, wirklich schwere Situation. Wenn du das schaffst, hast du gewonnen. Verstehst du, liebe Göttin? Wenn du schaffst, dich zu sammeln, das alles überwinden, du hast gewonnen und du bekommst einen Mann. Er wird dich heiraten um jeden Preis. Er wird dich heiraten um jeden Preis, ja. Er wird dir neuen Anfang bieten, neue Zukunft bieten. Jetzt schauen wir noch die Zeit. Ich mag Zeit schauen, weiß ich nicht wieso. Er wird dir glückliche Ehe bieten. Aber das dauert. Kann sein. Ich vermute ein Jahr, bis ein Jahr. Sommer. So, schau mal, Sommer, ja? Hier steht Sommer. Kann sein, diese Monat, dieses Jahr. Kann sein, nächstes Jahr, Mai,
dieses Jahr September oder Januar. Aber ich habe so ein Gefühl bis zu einem Jahr. Weiß es nicht wieso. Die eine Karte lächelt mich hier aus dem Deck und die sagt, ein Jahr dauert das, bis du dich wirklich glücklich schätzen kannst. Ah, übrigens, das hängt von dir ab. Wenn du schnell sich sammelst und schaust, das Leben ist nicht zu Ende, sogar 10 Tage. Die Karte sagt 10 Tage. Aber das hängt von dir ab. So, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Alles Gute, alles Liebe und bleibt man dran, drückt mal auf Likes, aber ich weiß, ihr macht das sowieso. Und ich freue mich für meine Abonnenten, die schon länger mit mir sind. Ich mache erst 2 Monate das alles, auf Deutsch wirklich. Ich spüre schon, das ist mir leichter geworden, nicht so wie am Anfang. Und ja, ich freue mich für eure Likes, Kommentare, neue Abonnenten. Viel, viel Liebe. Sollen alle, die dieses Video bis zu Ende angeschaut haben, viel Liebe. Der liebe Gott sieht auf euch. Ihr müsst nur zulassen. Wir lassen das nicht zu. Verstehen Sie? Und keiner wird glauben, was ist in meiner Familie jetzt passiert ist. Ich möchte jetzt nicht, weil sonst werde ich wieder weinen. Aber, ich wünsche euch viel Glück und wenn etwas drückt, versuchen Sie das zu verarbeiten. Wenn Sie brauchen, weinen Sie. Wenn Sie brauchen, lachen Sie. Gehen Sie in den Wald, brüllen Sie Seele aus dem Leib und ja. Und alles wird gut. Ich wünsche alles Gute, alles Liebe. Hab euch lieb. Tschüss, Papa.